Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Exzellente Menschen geben ihr Bestes, weil sie wissen, wie sie das nutzen können, was Gott in sie hineingelegt hat. Und in jeden von uns hat Gott Exzellenz hineingelegt. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich möchte heute über etwas reden, wo wir eigentlich wissen und trotzdem so oft nicht tun. Ich möchte mit einer Sache beginnen. Wir sind oftmals in Indien, werden nächstes Frühjahr wahrscheinlich wieder dort sein, in Indien. Und Indien hat ja den Hinduismus und verschiedene andere Religionen. Aber dort ist es üblich, dass du in eine Kaste hineingeboren wirst. Und wenn du arm geboren wirst, ist dein Schicksal immer arm zu bleiben. Immer arm. Und wenn du reich geboren wirst, ist dein Schicksal, reich zu sein. Also in der Kaste, in der du geboren wirst, bleiben deine ganzen Generationen, die Folgen, bleiben da immer drin. Und das ist über diesem Volk sozusagen wie ein Fluch. Und da kommt dann das Christentum hinein und sagt, Gott will dich herausreißen aus deiner Situation und möchte dich erheben. Das ist für die was ganz, ganz Neues. Aber wir haben in unserem Land Gott sei Dank nicht das Kastensystem und bei den Christen sowieso nicht. Aber viele Christen sind unterwegs und sagen, meine Eltern, da war das schon so, bei mir ist es so, bei meinen Kindern muss es auch so sein. Und dann gibt es Kinder, die sagen, nein, ich mache da nicht mit, ich will Karriere machen, ich will erfolgreich werden. Und solche hat es bestimmt auch unter uns, die sagen, ich will erfolgreich werden, ich wurde wesentlich mehr erfolgreich als meine Eltern. Und das ist auch gut so. Wir sollen nach vorne streben und sollen nicht sagen, meine Eltern hatten wenig Geld, muss ich auch wenig Geld haben. Und das ist halt mein Schicksal oder das Schicksal der Familie. Gut, es kann sein, dass über einer Familie irgendwie ein Fluch ausgesprochen wurde, dass es nicht weitergeht, aber das ist eine andere Sache. Das kann man, diesen Fluch kann man ja auch brechen, wie wir es vom Wort Gottes her kennen. Ja, man hat Vorbilder und möchte eigentlich trotzdem erfolgreich sein. Am liebsten erfolgreich zu sein ist es, wenn man nichts dafür tun muss, stimmt's? Aber da ist man nicht lange erfolgreich. Ich habe gehört, ein kleiner Junge ist gefragt worden, sag mal, welchen Beruf möchtest du erlernen? Er sagte, ich möchte Opa werden. Ja, wieso möchtest du Opa werden? Ja, Opa hat immer Geld. Okay, ihr Opas. Zu was entscheidest du dich? Entscheidest du dich für Durchschnittlichkeit? Entscheidest du dich für Erfolg oder für Exzellenz? Du sagst, wo sind da die Unterschiede? Und da möchte ich ein bisschen drüber reden. Wenn es dir egal ist, wie es dir geht, dann bist du durchschnittlich. Ach ja, wird schon gehen. Ich mal sehen, wie dieser Tag wird. Mal sehen, wie mein Leben wird. Mal sehen, ob ich was finde. Ansonsten kann ich ja auch gut die sozialen Dienste des Staates in Anspruch nehmen, mal sehen und so, das ist mir eigentlich egal. Ich lebe so vor mich hin und ich genieße das Leben. Die andere Seite von egal ist Erfolg. Und Erfolg, das ist ein Streben nach besser zu sein wie die anderen. Und das hat seine Herausforderungen, nach besser zu sein wie die anderen. Und in unserer heutigen Zeit ist das manchmal sehr, sehr übel, weil es dann mit Ellenbogen geht. Dann werden andere Mitmenschen zur Seite geschubst und bloß, dass man nach vorne kommt, dass man besser ist. Es gibt Mobbing, es gibt Neid, es gibt Eifersucht
und aber hauptsächlich durch zum Erfolg. Und wenn man das so sieht und ein Erfolg zeigt unseren Wert gegenüber einem anderen. Also der hat nicht so viel Erfolg, der hat mehr Erfolg. Es wird verglichen zwischen Menschen. Habe ich Erfolg, habe ich weniger Erfolg und man messt sich an Menschen. Was die Bibel uns zeigt, ist eigentlich Exzellenz. Und Exzellenz ist was anderes wie ist mir egal und Gott macht alles recht oder ich möchte der Größte sein. Das habt ihr ja auch schon in der Bibel gelesen. Das hat ja auch einer gesagt und dann hat der Herr gleich die Lösung gehabt und sagt, wenn du der Größte sein willst, dann diene den allen. Das ist sowas, wo man eine gute Antwort auch noch für heute, die Antwort ist auch für heute noch eine gute Antwort. Exzellenz ist etwas, Exzellenz zeigt eigentlich, was wir in unserem Inneren haben, was wir aus unserem Inneren geben können. Und es vergleicht nicht zu jemand anderem. Exzellenz ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und in jeden von uns hat Gott Exzellenz hineingelegt. Und das ist jetzt nicht ein besonderes Können oder Vorbrechen, sondern Exzellenz ist das ganz, ganz Spezielle, was Gott in dich hineingelegt hat. Und das ist das, wo wir, wenn wir mit Exzellenz dienen, auch für andere ein Segen sein dürfen. Wie viele Menschen habe ich schon erlebt, die so unscheinbar waren, aber wenn du mit ihnen geredet hast, kam so eine Wärme und so eine Liebe rüber und dann hast du auf einmal gemerkt, das ist ja ganz anders, wie man gedacht hat. Kennt ihr das? Und Exzellenz ist eigentlich das, was Gott für uns alle vorgesehen hat und als Schöpfer in uns hineingelegt hat. Exzellente Menschen geben ihr Bestes. Die sagen nicht, es wird alles schon, wie es ist und wie es sein soll und so weiter. Nein, exzellente Menschen geben ihr Bestes, weil sie wissen und sie lernen immer mehr, wie sie das nutzen können, was Gott in sie hineingelegt hat. Wie viel Potenzial lassen wir schleifen, wenn wir nur durchschnittlich sind? Unsere Welt ist sowas von durchschnittlich geworden und man gleicht sich einander an. Die Menschen gleichen sich einander an, die Christen gleichen sich einander an. Denn wenn wir durchschnittlich sind, kommen wir ganz einfach durchs Leben. Wir haben zwar nichts mit Erfolg zu tun, wir haben nicht viel mit Gegenteil zu tun, dass wir am Boden liegen irgendwie in unserem Leben, aber so durchschnittlich ist eigentlich das Einfache. Aber wir sind einer oder eine von vielen. Und Gott möchte nicht, dass wir durchschnittlich sind. Er möchte nicht, dass der eine größer ist und der andere kleiner. Er möchte, dass wir das leben, was in uns hineingelegt wurde, als Gabe, als Berufung, wie wir unser Leben zu leben haben. Ja, da kommt dann die ganze Frage, durchschnittlich sein, ihr Lieben, ist ein Mitschwimmen in dem Umfeld, in dem man lebt. Und durchschnittlich auch so zu sein, ja, ich gehe Sonntag für Sonntag in die Kirche, in die Gemeinde und ich bin einer von vielen, ich falle nicht groß auf und sage dann schön wieder auf Wiedersehen und gut ist. Ihr Lieben, Exzellenz ist etwas, dass ich diene, wo ich bin. Das heißt nicht immer gleich den Putzlumpen holen oder so dienen, ja, wenn es deine Aufgabe ist, selbstverständlich, aber mit deinem Herzen, mit deinem Wesen dienen, das ist das, wozu wir geschaffen sind. Nicht irgendwo, ja, der ist Schlosser, der ist Koch und die ist das und jenes. Nein, mit unserem Inneren, was uns hineingelegt wurde. Ja, es heißt in der Bibel, ob wir, oder die Bibel fragt, ob wir uns selber lieben. Sich lieben, ihr Lieben, ist das zu leben, was der Schöpfer auch in uns hineingelegt hat. Und die Christen sind manchmal so religiös und sagen, ich kann mich nicht lieben, das ist überheblich, das ist stolz. Nein, die Bibel fordert uns sogar da heraus. Und in Römer 13, Vers 9 heißt es, alle Gebote,
die Gott Mose gegeben hat, wie zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein auf das, was andere gehört. Alle diese Gebote lassen sich in einen Satz zusammenfassen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da kommen wir jetzt wieder zur Exzellenz. Ja, ich strenge mich an, meinen Nächsten zu lieben, weil es in der Bibel steht. Falsch. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist etwas, das findest du draußen in der Welt gar nicht, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da müssen wir mal alle Christen in uns gehen, lieben wir uns selbst. Ich meine, dann gibt es die, die sagen, ich wusste schon immer, dass ich der Beste bin. Das ist eigentlich nicht der Gedanke, der in der Bibel steht, sondern sich lieben. Sich lieben, das heißt, zu sehen, was Gott gemacht hat. Sich lieben, weil Gott dich geschaffen hat. Weil Gott mich geschaffen hat. Lieben, weil ich Gottes Wohnung sein darf. Ich darf ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Liebst du den Tempel, in dem Jesus wohnt? Das bist du. Liebst du den Tempel, in dem Jesus wohnt? Deinen Nächsten etwas gönnen ist Exzellenz. Nicht sagen, alles, was ich bekommen kann, gehört mir. Und wenn ich noch was übrig habe, dann gebe ich was weiter. Nein, sich lieben ist eine ganz, ganz wichtige Sache, um wirklich existieren zu können. Weil wenn wir uns nicht lieben und uns hassen, ja, wenn ich mich hasse oder sage, wenn ich in den Spiegel schaue, furchtbar, das kann ich, kann mich nicht selber sehen und so weiter. So gibt es Menschen und nee, das kann es nicht sein und wer bin ich denn und so weiter. Wenn du dich hassen tust, kannst du nicht deinen Nächsten lieben, auch wenn du dich nur noch so anstrengst. Drum müssen wir mal anfangen, uns selbst zu lieben. Hast du schon mal zu dir in dich hinein selber gesagt, das hast du jetzt aber gut gemacht. Das ist dir jetzt gelungen. Wir wissen auch, dass uns manches nicht gelingt. Das sage ich auch, oh, Daniel, nächstes Mal versuchen wir es besser. Versuchen wir es besser zu machen. Aber wenn was gut war, ja, das hast du jetzt gut gemacht. Wisst ihr, das muss ja nicht, du musst ja nicht aussprechen, wenn du mit dir redest. Ich glaube, da gibt es einen kürzeren Weg. Aber zu sagen wirklich, ja, das war jetzt wirklich gut. Das war jetzt wirklich gut. Und ihr Lieben, das sollen wir auch machen, weil wir sind vor Gott wertgeschätzt und von Gott wertgeschätzt und wir sollen uns auch lieben, damit wir andere lieben können. Römer 15, Vers 2 heißt es, jeder von uns soll sich so verhalten, dass sein persönliches Vorbild dem Nächsten zum Guten ermutigt und ihm im Glauben stärkt. Seht ihr, da steht es genau so drin. Und in 2. Korinther 3, Vers 3 heißt es, jeder weiß auch, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Wenn auch nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in euer lebendiges Herz. Wir sind ein Brief geschrieben von Jesus Christus. Und wenn wir dann dem Nächsten begegnen, liest er den Brief. Was liest dein Mitmensch oder dein Gegenüber, wenn er dich sieht? Was liest er dann? Oh, geh mal fort. Wie der schon wieder drauf ist. Und wenn wir das sehen, ist das auch eine Aufgabe, dass wir sehen, dass wir diesen Brief widerspiegeln, der in uns geschrieben ist. Und das ist auch eine wichtige Sache. Es heißt, was drin ist, das kommt raus. Wir sind in Deutschland und in Europa so Künstler, dass wir sehr viel überspielen können und sehr viel ja, tun können, als wäre es heile Welt. Aber irgendwann kommt das raus, was drin ist. Für wie viele waren wir nicht zum Zeugnis, weil in uns Exzellenz vielleicht gefehlt hat? Exzellenz ist nachahmenswert.
Und wenn ich schon gesehen habe, Leute, die so richtig exzellent sind oder Dinge, die exzellent sind, dann kommen die Menschen und schauen es an oder schauen die Menschen an und sagen, so will ich werden oder das möchte ich haben, das ist so exzellent. Das sind wir ein Zeugnis. Als durchschnittlich fallen wir überhaupt nicht auf. Als exzellent sind wir anziehend. Ich hatte das Vorrecht, vor ein paar Wochen wieder bei dem israelischen Botschafter zu sein. Und Botschafter redet man ja auch an mit Exzellenz. Und es gibt ja viele Botschafter. Ich hatte nicht so viel schon erlebt, aber dieser israelische Botschafter, das ist wirklich eine Exzellenz und er ist exzellent. Exzellent. Er ist sowas von lieb, es ist sowas von angenehm, wenn du den siehst, kommt so eine Wärme rüber, kommt so eine Liebe rüber und genau das sollte man von uns sagen, sollte man von dir sagen. Exzellent. Jesus selber traf eine Entscheidung und ihr Lieben, und es war Gottes Plan, diese durchzuführen. Und das Exzellenteste, was ein Mensch tun konnte, war die Erlösung. Er kam nicht, ihr macht alles falsch und ihr macht es auch falsch und so geht es gar nicht. Leute, wir müssen mal von vorne anfangen, ihr seid ja alles so schräg und alles so verkehrt. Nee, Jesus kam auf diese Erde in einer Exzellenz und hat für uns die große Kluft, der große Graben, der war zwischen uns Menschen durch die Sünde zu Gott, hat er mit Exzellenz überbrückt und sagt so, ich vergib euch eure Schuld und Sünde. Ihr wisst das, weshalb wir Ostern feiern. Am Kreuz hat er uns vergeben und hat gesagt, ich möchte mit euch reden. Die höchste Exzellenz, die es überhaupt gibt im Erde, Weltall, überhaupt in Existenz ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, möchte mit dir reden. Möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und wenn er zu dir spricht und sagt, mein liebes Kind, oh, hi Gott, egal was du sagst, aber er möchte mit deiner Exzellenz reden. Nicht mit deinem Können, nicht mit deinem Durchschnitt. Oh Gott, ich gehe ja sonntags in die Kirche und wenn Weihnachten ist, auch ja, ich spende einmal im Jahr. Das müsste doch eigentlich reichen. Oder Gott, ich habe eigentlich nicht viel mit dir am Hut, wenn du was machen willst, dann tu es halt. Das ist was anderes. Er möchte mit deiner Exzellenz in Verbindung treten und wisst ihr, wo die sitzt? Die sitzt im Herzen. Im Herzen empfindest du das für den Nächsten. Und wir wissen, dass viele Dinge, die uns berühren, positiv berühren, nicht Worte sind, sondern Handlungen und Ausstrahlung. Und ihr Lieben, und das ist unser Herz. Und drum habe ich auch meine CD Herz zu Herz genannt und auch dieser Titel, weil das Herz des Vaters mit unserem Herzen, das ist das, was miteinander in Exzellenz redet. Drum, nicht mit unserem Können, nicht mit unseren Emotionen, sondern mit unserem Herz. Ihr Lieben, Exzellenz. Und wir wollen da auch wirklich das nehmen und auch üben, weil man kann nicht einfach einen Schalter rumtun und alles funktioniert. Dass Jesus im Stall auf die Welt kam, war Exzellenz. Du sagst, er kam im Stall auf die Welt, was war da Exzellenz? Da hat es gestunken, da waren, ich weiß nicht was war, Ochsen, Esel und andere Viecher waren da im Stall. Also das war alles andere als Exzellenz, aber er kam in einer Exzellenz, er kam für alle. Und sein ganzes Innere wollte dir für alle Ewigkeit diese Exzellenz geben. In Exzellenz dir begegnen. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares, stimmt's? Nicht durchschnittlich, sondern Exzellenz zu sein. Nach was streben wir? Nichts ist mir egal. Oder, naja, machen wir schon so. Ihr wisst, die Laodizeer, heißt es in der Bibel, die waren durchschnittlich und da haben dann auch eine Rüge bekommen.
ach, wärst du doch heiß, brennend, brennend auch für unseren Herrn Jesus. Ja, wollen wir einen Erfolg haben oder wollen wir exzellent sein? Lieben, Exzellenz steht über Erfolg. Exzellenz boxt keinen irgendwo raus, Exzellenz mobbt keinen, sondern Exzellenz geht vorwärts in dem, was dir Gott in dein Inneres gegeben hat und mit diesen Qualitäten. Das, wonach wir uns ausstrecken, werden wir bekommen. Wenn wir sagen, ach ja, ich möchte das, ich möchte lieber im Schmutz bleiben, es ist eine Entscheidung, Exzellenz wirken zu lassen. Das heißt jetzt nicht, dass du das nächste Mal nur noch mit dem Smoking in den Gottesdienst kommen sollst. Nein, das steht ganz, ganz weit hinten. Sondern dein Herz, deine Exzellenz strahlen lassen in deinem Menschen, in deinem Ich, in deinem Sein, in deiner Liebe für dich selbst, wo du sagst, ich möchte alles, was in mir ist, ich möchte es geben, meinem Nächsten. Ich möchte meine Liebe, mein Können geben. Und nicht nur so nach dem Schema, ich helfe mal einen Tag oder einmal in der Woche helfe ich einer alten Frau über die Straße. Ja, das ist Exzellenz. Nein, ihr Lieben, das ist irgendwo das Gewissen beruhigen, aber hat nichts mit Exzellenz zu tun. Das, wonach du dich ausstreckst, das wirst du auch bekommen. Wir sind verantwortlich für den Weg, den wir wählen. Du lebst in der Erfüllung deiner Entscheidung. Du lebst in der Erfüllung, was du entschieden hast. Du lebst entweder auf einer Karriereleiter, wo du sagst, ich möchte Karriere haben. Und Karriere, ich kenne Leute, die Karriere machen, Karriere hat den Preis. Lernen, lernen, lernen und schauen, dass ich vor den anderen komme. Und da bekommt so oft mancher links und rechts eine rein, weil sonst komme ich nicht hoch. Das ist eigentlich Karriere. Aber Gott spricht nicht von Karriere, sondern von Exzellenz, von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du Veränderung möchtest, müssen deine Entscheidungen sich verändern. Wir brauchen die Entscheidung für Exzellenz. Wie kann ich meinem Nächsten begegnen? Wir kennen in der Bibel, im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie alttestamentlich leben wir in unserer neuen Zeit? Weil das ist oftmals das, was angewandt wird. Aber Exzellenz ist das, was Gott möchte. Wir können Probleme nicht wegbeten, wenn wir unser Verhalten nicht ändern. Wir müssen unser Verhalten ändern. Ein Fauler ist neidisch auf alles, was andere haben. Kennt ihr das? Der ist neidisch auf alles, was andere haben. Ein Fauler glaubt, dass Gott für ihn die Arbeit erledigt. Ein Fauler wünscht sich etwas und wartet einfach, bis es kommt. In Jakobus 1, Vers 22 steht, es genügt aber nicht, sein Wort nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Also nicht nur hören und warten, sondern auch danach handeln. Die Korrektur geschieht, wenn wir uns entscheiden, wirklich nach der Bibel zu leben. Und nach der Bibel zu leben heißt nicht, alle auswendig zu können, die ganze Bibel auswendig zu können. Nein, nach der Bibel zu leben heißt, die Exzellenz, die uns Jesus hineingelegt hat, auszustrahlen, zu leben. Und ich glaube, das macht uns dann auch sehr viel Freude, weil uns dann wieder Gutes zurückkommt. Alles verändert sich, aber Gott verändert sich nie. Und das ist das Wunderbare. Weiterzukommen ist nicht ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Anderen zu vergeben ist nicht ein Gefühl, mein Gefühl habe ich ihm vergeben. Nein, es ist eine Entscheidung. Ich habe ihr vergeben und es ist für mich erledigt. Nicht ich habe vergeben, bis der Nächste wieder irgendwo Rambazamba macht, dann sind wieder alle Wunden offen. Nein, wir dienen keinem durchschnittlichen Gott, ihr Lieben, sondern einem Gott, der uns hilft. Verlasse das Mittelmäßige und streck dich aus für Exzellenz.
Verlasse das Mittelmäßige und lebe. Vielleicht hast du noch nie entdeckt in dir das Exzellente in dir. Sagst, ich bin doch so von meinem Aussehen, was gibt es schon her? Ich sag dir, nicht dein Aussehen, sondern das Aussehen deines Herzens ist das, mit dem du Exzellenz leben kannst. Lebe es. Amen.